Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer Folge Super Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. Erste Folge mit der Capture Card, weil ich gestern mehrere aufgenommen habe, die ich alle verwerten durfte. Aber egal. Wir spielen ganz normal ein bisschen K-Rule. Ich habe ziemlich trainiert seit der letzten Folge dieses Formats. Aber mal gucken, wie es läuft. Mein Ziel ist so ziemlich, das wird vermutlich 99% von den Leuten, die das hier je sehen werden, nichts sagen. Aber mal die Kremlin-Kombo gegen irgendwen zu landen. Das ist wahrscheinlich K-Rules stärkste True-Kombo, ist aber relativ hart zu treffen. Okay, gleich ein dezent großes Tournament. What the fuck? Okay. Irgendein Streamer ist hier wahrscheinlich dabei, der versucht mit Olima und Alf zu raiden, weil niemand spielt freiwillig diesen Charakter und wir haben 8 oder so drin. Und Chic Runde 1 ist mir nicht unbedingt sympathisch. Aber mal gucken, wie es läuft. Die Sache bei der Kremlin-Kombo ist, dass die Prozente relativ gut passen müssen und bei jedem Charakter unterschiedlich sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei Sheik bin ich jetzt schon zu hoch. Okay, der spielt sehr nervig. Hätte vielleicht noch klappen können, aber jetzt ist er auf jeden Fall zu hoch. Und ich habe zur Seite gedrückt. So. Und warum kommt mein Input nicht raus? Hol, viel Spaß beim Rollen. Und jetzt auf dem zweiten Stock wäre es noch schwerer mit der Kremlin-Kombo, weil ich jetzt auch noch einen Rage mit einberechnen muss. Ich muss am besten eine Nair landen. Das tötet ernsthaft. Ja, viel zu weit oben die Downer gelandet. Es wird eine Weile dauern, bis das klappt. Und ich habe keine Rolle gedrückt. Ja, der Kampf ist vom Gameplay her nicht gut. Die Combo klappt sowieso nicht. Und der Typ hat auch keinen Bock mehr. Kein guter Anfang fürs Video, aber mal gucken. Hoffentlich wird's noch besser. Jetzt mit der Capture Card ist es ein bisschen schwieriger für mich hier, sag ich mal, die Phase zwischen den Kämpfen rauszuschneiden, weil dann muss ich ich habe genug Probleme damit, die Audio zu synchronisieren und das wird dann nur noch 8-mal schwerer. Ich guck mich gerade mal um hier, wer von denen theoretisch Streamer sein könnte. Mal gucken, ich gehe nebenbei auf Twitch und guck mal, ob ich einen finde. Meine Vermutung wäre bei diesem TCM Snow. Ist natürlich auch die Frage, ob der auf Twitch genauso hieße. Aber ich suche einfach mal. Also findet auf jeden Fall überhaupt keinen Smash Bros. Stream. Dann gucke ich einfach mal. Okay, ich mache gleich nach dem hier weiter. Ach was. Was erwartest du? Vor allem, wenn das wirklich von einem Streamer ist. Sind 90% der Leute haben Olima noch nie angefasst. Und ich habe zur Seite gedrückt. Heute spiele ich
ich nicht gut. So, warten wir auf einen dummen Move. Zum Beispiel diese Get-Up-Attack. Ja, wieder verkackt. Hol, machen wir mal den da. Das war ein krasser Edge-Guarding-Versuch von ihm natürlich. Bin ich tot? Noch nicht. Ich hab gehofft, ich kann noch ein bisschen blöder aussehen lassen. Oh, jetzt macht's Bock. Jetzt macht's Bock. 2 FPS und recovern gegen Ridley Neutral B. Und warum? Ich hab F-Tilt gedrückt. Ich merk schon, heute ist kein guter Tag für ein Video. Hallo, meine scheiß Jumps kommen nicht raus. Jetzt mach ihn weg. Tschüss. Gott, das ist echt nicht gut, was im Moment abgeht. Super Smash Bros. Ultimate, was geht denn da im Moment so ab? Oh! Ich sehe es schon, direkt auf der Startseite ist das Turnier, in dem auch ich drin bin. TDX, der streamt den Bullshit hier nebenbei und zwingt Leute auf Olima zu gehen. Fände ich lustig. Aber müssen wir beide hinkommen erstmal. Vor allem muss ich dazu erstmal an dem Olima vorbeikommen und meine Matchup-Erfahrung ist so wie die der meisten Spieler gegen Olima. Man spielt halt so oft gegen den Charakter. Dementsprechend kann man das Matchup ja eigentlich nur kennen. Ja, und das spiegelt sich in dem Kampf bisher gerade wieder. Das war nicht mein Input, dieser Jab und dann diese Rolle, sondern Down Smash. Ja, erster Tod. Also, ein bisschen Fokus. Verloren ist das definitiv noch nicht, wenn ich mich anstreng. Noch lebt er. Alter! Wow, und jetzt bringt er sich selber um. 1% trennt uns. Oh, warum hat Cable sich jetzt umgedreht bei dem Up-Tilt? Okay, wir haben es noch geholt. Ich gehe, glaube ich, gleich auch mal nebenbei mit in den Stream rein. Ihr hört das normalerweise nicht, ich kenne mein Aufnahmeprogramm. So,
Ich habe auch mal einen tollen Kommentar geschrieben, wie sehr ich mich freue. Er hat allerdings verloren. Okay, der Kirby, gegen den er gespielt hat, ist nicht bad, aber auch nicht toll. Oh, warte, es ist ein K-Rool Ditto. Es ist ein K-Rool Ditto. Ich hab doch einen Button gedrückt. Und warum kam meine näher nicht raus? Ah, ich spiel so scheiße heute. So viele unnötige Gegentreffer. Ja, natürlich trifft sein Grab. Ja, ich verliere das. Wenn ich jetzt nichts Großes passieren lasse, dann war's das. Ah yes, nicht mal der Input kommt raus. Wie hat das getroffen? Bitch! zum Glück wissen die Leute, dass mein K-Rools Counter umdrehen kann. Meint ihr nicht auch? Jawoll! Als ob ich das gewonnen habe. Und es ist der Kirby. Ich muss mal gucken. Ich habe schon eine Sache gesehen, gerade im Stream, die er hin und wieder macht. Die wird mich entweder komplett zerstören, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Oder ich kann ihn dafür komplett zerstören. Ah, warum kein Fastfall? Ich habe den gedrückt. Okay, das ist ein guter Beginn. Den Typen kriegen wir, wenn jetzt nichts groß schief geht, kaputt. Oh, da willst du wieder deinen Stein vorm Boden abbrechen, ne? Nix da, ich komm hoch. Also das, was er gegen den Streamer mehrfach gemacht hatte, war, dass er den Stein offstage benutzt hat, um die Recovery zu blocken. Und entweder, wenn ich schon in der Recovery wäre, hätte er mich damit echt zerstören können. Oder, wenn ich noch nicht drin wäre, hätte ich das countern können und ihn potenziell stage spiken. Aber wir haben das Turnier gewonnen. Und dadurch, dass der Streamer nicht im Finale war, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir jetzt nochmal mit 8 Olima ins Turnier kommen. Es sind zwei gute Nachrichten in einem. Ah, so ein großes Turnier hatte ich aber schon ewig nicht mehr und gewonnen schon gar nicht. Tja. Nee, das auch nicht. Ja, seine Community, die das freiwillig mitmacht. Ach,
Voll, weil das auch geht, wenn die nicht streamen, ne? Aber... das Gute ist, dass die Zuschauer wahrscheinlich eben eh die Hälfte von dem Scheiß, den du laberst, wenn nicht mehr, gar nicht hören. Also, was ist jetzt im Turnier los? Oh, guck mal, wir haben nicht 13 Mal denselben Charakter. Was ist denn das? Was soll das? Wo sind die Olima hin? Das ist doch der meistgespielte Charakter. Der ist doch die Online-Meta. Wo bleibt der? Hust, hust. Aber wenn ich so überlege, ich glaube auch, ich versuche die Kremlin-Kombo in der Regel bei zu niedrigen Prozenten der Gegner. Ich schätze die irgendwie so bei Ken zum Beispiel in Richtung 40 ein. Aber der einzige Charakter, von dem ich gerade die Werte sicher weiß, sind Pikachu. Und wenn man keinen Rage hat, klappt das gegen den auf 38 bis 43. Und der ist nun mal einer der leichtesten Charaktere. Das heißt, ich muss das wohl eher auf ein bisschen höheren Prozenten versuchen. Wir können ja mal in dem Kampf gucken, ob wir was landen. Jetzt ist er da. Also. Er ist irgendwie da und wir müssen aufpassen, die Prozente sind gerade ganz am Rande. Ah nee, das war schon zu viel. Wenn die Down Air nach unten sendet, ist es zu viel. Also wenn die Down Air ihn wirklich, ne? Wenn die Prozente nicht hoch genug sind, schickt die Down Air einen in nirgendwo hin, sondern man bleibt auf dem Boden stehen. Und das muss sie dafür, diese Combo. Auf Deutsch, 42 waren schon, 0,8 waren schon zu viel. Dann machen wir ihn mal weg und gucken, ob wir es auf dem Stock hinkriegen. Sekunde, wir passen ein bisschen den Damage an. Danke für die Kooperation deinerseits. Sekunde. Einen noch. Noch einen. So. Ja, ich hab verkackt. Am Ende müsste ein F-Smash kommen und den muss man sehr früh drücken. Und dann ist das tatsächlich true. Allein, dass K-Rool eine True-Combo hat in F-Smash, die nicht gerade Down-Tilt-F-Smash ist, ist schon sehr strong. Ist aber eben relativ schwer zu hitten. Ah, ich wollte aus dem Footstomp, den ich geholt habe, was machen. Wollen wir ihn mobben? Ja. Ja, das wollen wir. Alter, er hat mich getroffen, Leute. Wir downtilten mal. Grabben ihn nochmal. Oh, die Downer tötet. Sad. Übrigens, ich habe inzwischen, glaube ich, offiziell mit jedem K-Rool-Move, der töten kann, mal einen Kill geholt. Und damit meine ich jeden außer Down-Throw, weil da und Down, doch, Down zählt auch. Aber Down-Throw gibt nun mal keinen Knockback, sondern nur die Follow-Ups. Ich habe nämlich gestern auch zum ersten Mal einen Kill mit Forward-Throw auf Omega geholt. Einfach Pichu auf 200. Das war lustig. So, nächste Runde gegen Mewtwo. Mewtwo ist immer so ein Fall. Ich mag das Matchup nicht wirklich. Der ist auch sehr light. Das heißt, so 40% müssten passen bei dem. Wenn wir Hits bekommen. Weil der Kampf echt nicht gut beginnt. Aber das ist so die Sache. Ich habe das Gefühl, seit ich mehr trainiert habe. Übrigens müssten die Prozente wegen meinem Rage jetzt passen. Alternativ trifft's ein Offstage. Aber man merkt das. Ich lieg gefühlt jeden Kampf hinten, aber gewinn dann doch noch. Meine Comeback-Rate ist einfach so viel höher. Und nein... So, bringen wir ihn auf 57. Catchen leider nicht seinen Move. Sag mal, was war denn das für ein Versuch?
meine Becke hat nicht getroffen. Hier, seht ihr das? Was sind denn das für Spieler in diesen Turnieren? Nicht mal das letzte bisschen Würde lassen sie sich nehmen. Ich meine, okay, wer ins Online-Turnier geht und Mewtwo in so einer Form spielt, so viel Würde ist da ja auch gar nicht mehr, aber die wollen sich das letzte bisschen dann nicht nehmen lassen, ne? Auch wenn man überlegen kann, ob so ein trauriger Recovery-Versuch vielleicht noch schlimmer ist. Wir haben als nächstes auf jeden Fall einen Schwertkämpfer, obwohl das ist ja sowieso irgendwie das halbe Smash-Roster, also Link oder Schulk. Können wir wieder nicht viel machen, außer warten. Und auf der anderen Seite haben wir keine Matchups mehr, die ich mag, auf jeden Fall. Kirby kommt sehr auf den Playstyle an, ist an sich aber auf jeden Fall nicht das Schlimmste für mich. Falco ist immer die Sache. Ich habe das Gefühl, entweder werde ich von Falcos zerstört oder andersrum. Manchmal mag ich ihn lieber als Lucina, manchmal nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt gut für mich war. Aber damit die Entscheidung getroffen wird, ob es gut ist oder nicht, muss ich sowieso erstmal an Link vorbeikommen. Übrigens weiß ich inzwischen auch endlich, warum manchmal am Anfang des Kampfes noch so eine lange Ladesequenz ist. Weil ich das gestern hatte, als ich mit Noah gezockt habe. Der den Kampf als letztes beendet, daran, das merkt man dann. Wenn derjenige, gegen den man kämpft, der den Kampf als letztes beendet, braucht er nämlich länger, als es für einen aussieht, bis er am selben Punkt ist wie man selber. Und so lange hatte... Wir haben ihn JV freestockt, Leute! Bin ich nicht ein guter Spieler? 15 Sekunden JV freestock, 50% haben wir ihm gemacht. Mann, ich bin so gut. Ich bin so gut. Also, dann jetzt weiter zu 7 Minuten Wartezeit, weil Kirby und Falco, denke ich, ein bisschen länger brauchen werden als ich. Er hatte ja auf dem ersten Stock einfach ein Unlucky SD und danach keinen Bock mehr und ist gerage-quittet. Also, wie gut der wirklich ist, hat man nicht gesehen in dem Kampf. Dementsprechend, wie willst du wissen, dass er schlecht ist? Ich gucke jetzt einfach mal aus Interesse nebenbei, der gute Tedix, ob der noch Turniere spielt und wenn ja, mit welchem Charakter er gerade andere... Oh mein Gott. Nein, Richter. Was bist du für ein Sadist? Junge, du siehst das hier nicht, aber... Junge... Was ist mit dir? Oh, übrigens hat Falco gewonnen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Was ist mit dir? Du hetzt einfach Olima und Richter auf unschuldige Online-Tournament-Spieler. Er wird instant einen Laser schießen. Ah, ich dachte, er macht die Side wie Offstage. Wir ihn so. Ah, dieser Move wirkt so lange. Oh, und warum ist meine Abi nicht rausgekommen? Seine Back-Air hätte nicht getroffen, wenn es wäre. Ich sehe schon, das ist ein Falco, der viel Bock auf Spielspaß hat. So, wir lesen sowas. Machen dann ein bisschen Damage. Und warten drauf, dass er nicht recovert. Wir haben gewonnen, Leute. Der letzte Stock war ein bisschen sad. Ich wollte ihn noch spiken. Vor allem, ich zeig euch, das Video ist schon relativ... Komm. Ich mache kein Turnier mehr heute.
Zwei Turniere wird wahrscheinlich ab sofort so ein bisschen der Standard. Dafür zeige ich euch mal den letzten Kampf, den ich bei den verlorenen Aufnahmen gestern hatte, was einer der beklopptesten Kämpfe war, die ich je hatte. Was man wissen muss, der Fox, gegen den ich da gespielt habe, gegen den habe ich schon mal vorher in einem Finale gespielt. Und wie auch sehr häufig heute. Ich will auch anmerken, gestern habe ich da irgendwie 5 Turniere gemacht, nicht 1 verloren. Heute auch kein Turnier verloren. Der neue Playstyle von mir zahlt sich aus. Ich lieg häufig erstmal hinten, comebacke dann aber. Das merkt man vielleicht. Und das Battle, was da eben gestern war. Gegen den Fox hatte ich vorher schon mal gespielt und ein Comeback geholt. Ich muss das jetzt erstmal finden. Okay, es ist sehr weit oben. Der Playstyle hat mir nicht gefallen von dem Typen. Und es hat ziemlich geleckt, vor allem am Anfang. Ihr werdet das sehen. Ich werde natürlich mitkommentieren. Aber ihr werdet das sehen. 3, 2, 1. So, hier direkt. Ich bin gesprungen. Es hat geleckt und dann Air Dodge gebuffert, sodass ich direkt tot war. Als der Typ auf 18 war. Das war eben Turnierfinale. Ich war mit Noah im Call nebenbei. Wir haben gelabert, während er Quickplay gemacht hat, weil ich ihn im Halbfinale schon bekämpft habe. Wir haben fast jedes Mal im Halbfinale gegeneinander gekämpft und ich habe gewonnen. Und ja, da hatte ich dann natürlich schon ganz viel Bock auf Two-Stock. Ist nach einem SD natürlich die Siegeswahrscheinlichkeit auch noch ganz hoch, ne? Ich habe jetzt schon 1% Rückstand. Ich werde auch teilweise versuchen, so ein bisschen drauf einzugehen, was wir wirklich da im Call sagten. Was hauptsächlich daraus bestand, dass ich mich aufgeregt habe, warum zur Hölle ich da gestorben bin und wie ekelhaft dieser Fox spielt. Ihr seht, ich bin jetzt schon auf 100, er auf 60. Meine Siegeschance ist ungefähr so hoch wie meine IQ. Und ihr wisst, das ist nicht viel. Das Einzige, was mir auch vorher schon aufgefallen ist, wenn der Typ kein Upsmash landet, dann kriegt er einfach keine Kills. Und deswegen wusste ich auch, dass ich auf den Upsmash ein bisschen aufpassen muss. Aber ich bin auf 140%, eher auf 80 First Stock. Kassier nochmal 155, 168, ich hab's aber überlebt. 184, aber ich überleb's noch. Und dann spiele ich weiter in Defensiv. Land eine Forward Air und ich glaube, genau, bekomme den Kill. Und da muss ich kurz Pause machen, sage ich schon im Call, ja, geil, ich habe jetzt einen Stock geholt und bin erst auf 186. Wünsch mir Glück, Digga. Hat er auch gesagt, ja, ja, viel Glück wird viel bringen, so ungefähr. Two Frame! Töten! Vor allem, ich wäre auch gestorben. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der Typ war so angepisst, dieser Fox. Der war so angepisst, glaube ich. Okay, war nicht ganz ein Two-Frame, die Downer. Er war noch nicht ganz an der Ledge. Aber auf jeden Fall hatte der richtig fett Bock auf sein Leben. Und jetzt, weil wir immer noch 1-2 Minuten haben, will ich mal in Training-Mode gehen und gegen immobilen Gegner die Kremlin-Kombo probieren. Und es sieht nicht so aus, aber ich hab's auch erst nicht geglaubt für eine Weile. Die Combo ist true. Auch wenn sie aussieht, als wäre sie der untrueste Bullshit, den man sich vorstellen kann. Ich glaube tatsächlich, die Combo habe ich schon mal drüber gesagt. Ich glaube, das ist eine der Combos, wo ich schon mal gesagt habe, die habe ich im Training-Mode gegen random CPU gemacht und dann so ironisch mit einem Valinisten gesagt, Alter, guck mal meine krassen True-Kombos. Andererseits, ach scheiße, die funktioniert auch nicht einfach gegen einen CPU. Die funktioniert nur, wenn der Gegner ein bisschen Mesh drauf hat, soweit ich weiß. Wir gucken uns mal an, warum 40% sind es bei Pikachu. Ich glaube, der Combo-Counter zeigt das nicht als True an und es ging relativ klar. An sich passt das Skin ziemlich genau. Okay. Das ist auch eine True-Combo. Aber ihr seht, Down-Air into Down-Tilt
haben wir beim ersten Try gesehen, ist true. Und gerade eben, das war gut. Das, was bei mir immer noch schief geht. Oh, das kann man übrigens auch machen. Ist aber nicht so stark. Was bei mir noch schief geht, ich muss die zweite Down Air tiefer landen, weil ansonsten ist der F-Smash nicht true. Ich habe auch schon irgendwie einmal im Kampf die Combo gelandet, aber ziemlich sicher nicht true. Gegen einen Didi. Hier, der Anfang geht eigentlich voll, den lande ich auch oft. Ist natürlich nochmal schwer, gegen sehr mobile Gegner überhaupt zu dem Punkt zu kommen. Und weil es immer noch nicht reicht, zeige ich euch jetzt noch kurz den Kampf gegen den Didi, wo ich das eben gelandet habe, auch wenn ich sehr sicher bin, dass es nicht true ist. Und dann sind wir fertig für heute. So. Und ich merke schon, heute stürzt nicht der Laptop ab oder die Audio nimmt gar nicht auf. Das ist nämlich der Grund, warum ich gestern das verwerfen musste alles. Die Aufnahme, die Audio mit den Valinisten zusammen, vor allem mit Noah, der war eigentlich der Einzige die meiste Zeit, hat einfach nicht gescheit aufgenommen. Und die Audio, die ich vorher in einem Turnier alleine, wo ich auch gegen den Fox gespielt habe, das erste Match gegen den aus dem Clip gerade, da ist der Laptop abgeschmiert kurz vor Ende der Audio. Und okay, meiner läuft gerade überhaupt nicht heiß tatsächlich. Ich glaube, mein Problem war, dass ich den noch auf maximale Leistung gestellt hatte. Und ja, der Kampf an sich ist relativ langweilig. Hatte ich heute erst. Ich probiere Kremlin Combo erst seit heute wirklich. Der Typ ist auch nicht sonderlich gut, auch wenn ich mich nicht gut anstelle hier einen Großteil der Zeit. Aber es kommt vor allem auf den letzten Kill an, was dann eben die Kremlin Combo in mehr oder weniger true ist. So, da die Get-Up-Attack gelesen. Die Downer habe ich gelandet, da konnte ich aber nichts mehr draus machen. Das war einfach so eine Build-A-Bear-Kombo, die ich ein bisschen gerade Bock drauf hatte. Und warum dann nicht probieren? Ich habe ehrlich gesagt, ach doch, ich weiß wieder, wie er den ersten Stock verliert. Nämlich hitte ich ihn jeden Moment offstage mit einem Jab. Er macht eine, noch ein Hit. Er macht eine High-Up-Bee. Und King K. Rool ist einfach fake. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, auf welchen Prozenten er war. 47. Das könnte für die tatsächlich relativ true sein. Man muss halt diese Down-Air landen, damit es funkt. Ich bin mir sehr sicher, dass das Ende mit dem F-Smash eben nicht true war in dem Try. Weil ich die Down-Air zu weit oben gelandet habe und seine Prozent vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig waren. Aber egal, das war's mit der heutigen Folge von Super Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. War, denke ich, letztendlich doch eine gute Folge, auch wenn gerade die ersten Kämpfe nicht wirklich gut verliefen. Aber ja, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim